So, hallihallo Freunde und ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Last Day of June. Wir sind immer noch mit dem Jäger unterwegs und sind immer noch auf der Jagd nach dem Vogel, der da im Baum sitzt. Peng! Wo ist er denn hin? Jetzt hat er das in sein Nest gelegt. Uncool. Oder können wir da jetzt rein und können uns das einfach schnappen? Auf jeden Fall haben wir hier, guckt mal. Hier ist ein Seil. Und das können wir uns doch... Also die Frage ist, können wir jetzt schon... Da kann ich nichts mit anfangen. Was willst du damit? Hier was? Das sieht nach Secret aus. Ich weiß nicht, ob wir... Oder muss ich hier... Sieht gewollt aus. Jetzt bin ich heruntergefallen. Mein Kacktag. Ja, das sind Medaillon in die Brücke. So, das ist auf jeden Fall ein harmloses Ende des Tages. So, es ist ja trotzdem noch das Paketende, ne? Das Päckchenende. Heißt, am Ende des Tages werden trotzdem noch die Päckchen auf die Straße fallen. So, die sind am Drachen steigen lassen. Und die hat ihre Päckchen nicht gesichert. Aber das können wir ja gleich machen, weil jetzt wissen wir ja, wo wir alternativ ein Seil herbekommen. Das heißt... Wir spulen jetzt erstmal die Frau ein bisschen zurück. Das ist aber wahnsinnig cool gemacht, finde ich. Das gefällt mir echt gut. So mit dem, dass man halt dadurch, dass man in einer Zeitlinie was verändert, beziehungsweise bei einer Person was verändert, sich die ganze Zeitlinie eben verändert, was ja absolut Sinn macht natürlich. Genau, jetzt können wir nämlich da durch. Weil der Jäger uns das aufgeschossen hat. Beziehungsweise die Äpfel ganz durch Zufall. Also, absolut durch Zufall. Da auf das Gegengewicht gefallen sind. Welch zufälliger Zufall! Jetzt habe ich natürlich die Erinnerung mit dem Jäger verpasst, ne? Ich hoffe, wir müssen da mit dem Jäger nochmal hin. Nee, da ging's außen rum. Moment, ich war gerade ein bisschen falsch im Kopf. As always. Und das wäre für uns auch keine Erinnerung. Doch da. Da drüben. Die schnapp ich uns. Die schnappe ich uns schnell. Da müssen wir beim Jäger ins Haus, ne? Ja, aber da können wir jetzt ja auch hoch. Du bist keine Erinnerung für mich. Das... Ah, guck mal, das hat sie gemalt. Ein Bild von June. Das sah doch... Sorry, Leute, aber es sah... total nach einer Erinnerung in meiner Farbe aus. Okay, dann merken wir uns aber, da ist eine Erinnerung fürs Kind. Da hinten wohnt ja unser namenloser Herr drin, dessen... Ich weiß nicht, ob sein Name mal gefallen ist, der Protagonist. Also ich nenne ihn immer Protagonist, aber Protagonisten sind ja im Endeffekt alle hier, nicht wahr? Muss ich mal schauen, was können wir denn... Da haben wir eine schöne kleine Erinnerung für uns. So, dann kann ich hier die Tür aufmachen, dass gegebenenfalls für wen auch immer hier oben, da ist für den Jungen vermutlich eine Erinnerung. Das heißt,
Wir müssen hier eh nochmal mit dem Jungen hin. Der kommt dann auch da durch. Wir können hier durch. Haben hier noch eine Erinnerung. So, und da hinten war für den Jäger, ne? Können wir... Da können wir gar nicht durch, weil das von der anderen Seite blockiert ist. Das heißt, das müssen wir vielleicht tatsächlich mit dem Jungen holen, weil der Junge jetzt ja hier lang kann. Aber wir haben jetzt das Seil und können mit dem Seil auf jeden Fall schon mal unser Gepäck befestigen. Und da kommt der Hund. Na du? Süßer Hund. Es ist ein schönes Detail, dass jetzt auch das Seil eine andere Farbe hat, weil es ja ein anderer Hund ist. Ach, der Hund, der will vermutlich Hilfe holen. Weil der Jäger jetzt da ein bisschen festhängt. So, und zu welchem Ende führt uns das? Warum zu den Steinen? Löst jetzt der Hund den Steinschlag aus? Ja. Das heißt... Der Junge... muss wohl mit dem Hund spielen. Damit der Hund den Steinschlag nicht auslöst. Dann gehen wir doch mal in die Erinnerung des Jungen. Und schauen mal, was wir da hinten so alles machen können. Wir haben ja... Es hat sich uns jetzt nochmal ein großer Teil der Spielwelt geöffnet da hinten rum. Wo ist denn doch? Huch! Ja, das eine oder andere zu sehen gibt. So, genau, der Jäger schießt das wieder auf. Wie immer eigentlich. Jetzt ist die Frage, was ist das da eigentlich für eine Erinnerung? Das ist auch der Junge. Wie kommen wir daran? Da muss vermutlich... Upsa, Entschuldigung. Jemand anders die Tür von innen aufmachen. Ah, das müsste... dann die Frau machen. Die müsste, also ich werde nicht alle Erinnerungen sammeln, keine Angst, ich werde da nicht, das sind ja eh nur so Bildchen, aber ich überlege, wie man die dann bekommen könnte. Da müsste die Frau dann hier das aufmachen, da hinten das Tor und der Junge müsste dann da außen rum. Moment! Wir haben ja hier oben noch eine Erinnerung. Erinnerung Nummer 8 von 20. Und wo Nummer 9 von 20 ist, weiß ich auch schon. Generell haben wir vermutlich schon so ziemlich alle Erinnerungen gesehen, nur noch nicht eingesammelt. Weil es teilweise auch, ja, wie man da eben sieht, recht knifflig sein kann, alle einzusammeln. Aber wir können jetzt erstmal hier hoch. Was ist denn da eigentlich für ein Bild? Guck mal. Das ist irgendwie gruselig. Ja, nimm deinen Ball mit, Junge. Moment, hier ist der Jäger. Aber ich muss es trotzdem aufschießen, damit der Jäger hier hochkommt oder sowas. Okay. Okay.
Das bekommen wir hin. Da draußen haben wir den alten Mann. Ah, ist das... Sieht verfallen. Oh ja, das ist ein verfallenes Haus. Wer hat denn wohl hier hinten gewohnt? Weil es ist ja alles ziemlich verfallen hier hinten in dem Eck. Es hat was. Gleichermaßen Trauriges und Schönes. Okay, wir können das aber nicht holen. Aber können wir vielleicht dem Mann helfen? Da kommen wir nicht durch, weil das Tor zu schwer für den armen kleinen Jungen ist. Und dann kommen wir da aber auch nicht durch. Hätte der... wenn ich jetzt den Tag beende, also auf die ganz normale Art und Weise, bleibt das, was ich dann aufgeschossen habe, offen? Oder... Weil das bringt uns ja gar nichts. Das hat uns jetzt eigentlich gar nichts gebracht, also dass ich uns eine Erinnerung freigeschossen habe. Irgendjemand muss uns... da das Tor aufmachen, ne? Beziehungsweise nein. Nein, nein, wir haben ja jetzt... das hier freigeschossen. Da kommen wir nicht durch. Das heißt, wir sollten jetzt, der Jäger, der sollte da nicht mehr abstürzen müssen. Dann hole ich uns mal ganz schnell wieder das Drachensteigenende. Damit wir das mit dem Jäger nochmal machen. Habe ich noch irgendwas? Ich bin gerade am Überlegen, ob ich irgendwas im Kopf habe, was wir noch mit dem Jäger machen mussten. Aber bis auf die eine Erinnerung da holen, glaube ich nicht. Gut, dann beenden wir wieder den Tag. Was zwar wieder dazu führt, dass wir hier ein paar Cutscenes haben, aber... Na gut, nehmen wir hin. Der alte Mann und der Junge lassen wieder den Drachen steigen. Hey, hey, hey. Und es wird wieder zum Steinschlag führen, nicht wahr? Ja. Dass sich der Hund nicht zurückhalten kann. Dober Hund. Warum auch immer. Ach so, ja natürlich. Er will ja natürlich Hilfe für sein Herrchen holen. Und da passiert es wieder. Das heißt, wir gehen jetzt nochmal in den Jäger rein. Oh, ich meine, in die Erinnerung des Jägers, die spulen wir ein bisschen zurück. Und schauen, dass wir im Idealfall... Das muss ich jetzt aber nicht alles nochmal machen, oder? Muss ich das jetzt wirklich alles nochmal machen? Ich muss das wirklich alles noch...
Oder wird es dann später? Ist es nur, damit ich halt den Hund hier dabei habe? Und wird der spätere Teil dann geskippt? Ja, wird er. Sehr gut. Natürlich. Das ist nur, ja, und die bleiben alle umgeworfen. Auch das ist sehr gut. Das ist nur, damit wir das Ende nicht ohne den Hund holen können. Was ja auch Sinn macht. Was sind wir denn hier? Ist das? Nein, das ist nicht das Kirchengebäude. Das ist so schön. Das ist alles so wunderschön. Nein, das Kirchengebäude ist ja auch wo ganz anders. Ich. Doofkopf, ich. Ich alter Dösbattel. Nicht wahr? So, jetzt können wir hier rein. Schnappen wir uns erstmal hier hinten die Erinnerung. Durch die gehen wir nachher auch nochmal alle durch. Und können hier. Oh, Babyvögelchen. Hallo, na ihr? Ich will mir das nur ganz kurz ausleihen. Na, oh, das Bild ist ja süß. Das Bild ist ja süß. Na, schau mal einer an, der hätte ja fast die Mutter der armen Vogelküken erschossen auf der Jagd. Ja, auch nicht. Was ist das für ein Ende? Oh! Oh, wie süß! Jetzt hat er ein Vogelnest gebaut für die Vögelchen. Und natürlich verschwinden dadurch die Steine. Das heißt, unser namenloser Protagonist und June sind tatsächlich gesund zu Hause angekommen, oder? Da bin ich jetzt gespannt. Oh, Freunde, da bin ich gespannt. Und wieder dieser Albtraum. Wieder dieser schreckliche Albtraum. Und diese Wut einerseits auf sich selbst, aber auch auf das Schicksal und auf das Leben. Warum es ausgerechnet einen selbst ausgesucht hat. Und wir haben wieder anscheinend ein neues Bild. Das würde ich aber sagen, Freunde, suchen wir erst in der nächsten Folge. Wisst ihr noch, als ich am Anfang vom Projekt gesagt habe, ich mache die Folgen ein bisschen kürzer? Ja, ne? Ich hoffe, die Folge hat euch soweit gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Däumchen nach oben. Da würde mich sehr freuen, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao, ciao.